Was geht ab, Leute? Daily Vlog Nummer 4. Heute wird es ein etwas kürzeres Video, denn es steht nicht ganz so viel an. Aber ich möchte euch einen richtig geilen Bike-Hack zeigen. Und weil das Video heute so kurz ist, gibt es dafür für euch noch ein fettes Paket zu gewinnen. Das sage ich euch aber gleich. Wie ihr gerade schon gesehen habt, ich habe neue Hosen von TSG bekommen. Und da muss ich mich mal richtig bedanken an dieser Stelle. Denn erstens haben die mir den Custom Fit gemacht, extra so perfekt für meine Beine zugeschnitten. Und dann haben sie mir extra, ich habe extra nachgefragt, zwei Taschen angenäht auf beiden Seiten. Die meisten Downhill-Hosen haben ja höchstens eine Tasche, wenn überhaupt. Und bei mir ist es halt so, gerade wenn ich in Bikeparks oder so unterwegs bin, ich habe meistens Handy in einer Tasche und das Handy nehme ich andauernd raus. So, das heißt, alles andere, was in der Tasche ist, kann leicht rausfallen. Ich habe nämlich außerdem meistens noch Akkus dabei für die GoPros, eine Liftkarte und eine Kreditkarte. Und ich habe keinen Bock, dass all das Zeug immer rausfällt, wenn ich mein Handy rausnehme. Oder dass ich dann die Gefahr besteht, dass ich das verliere. Und deswegen habe ich gefragt, ob sie mir zwei machen können für meine Hosen. Und ja, jetzt habe ich ein paar Hosen mit zwei Taschen auf jeder Seite. Eine Seite fürs Handy, andere Seite für die Karten. Richtig geil. Und ich würde auch gerne mal eure Meinung dazu hören, ob ihr Bock habt, dass die vielleicht so in Serie gehen. Ich habe außerdem noch ein paar andere Änderungen angefragt, sodass sie noch mehr stretchy sind, dass sie noch bequemer sind, dass man noch mehr Bewegungsfreiheit hat in alle Richtungen und so. Aber wenn ihr Bock habt auf zwei Taschen an Downhill-Hosen, dann schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare, weil dann kann ich das als Feedback weitergeben, ob ihr da auch dran interessiert seid. Riesendank an dieser Stelle für die Custom-Hosen, richtig geil. Hier ist ein fettes Paket für euch, aber das zeige ich euch gleich. Manche von euch kennen das Problem, wenn ihr mit dem Fahrrad fahrt und ihr fahrt über extrem hackige Wurzeltrails oder so, oder ihr springt ein Treppengap und die Kette schlägt auf euren Rahmen. Einfach ein ganz unangenehmes Geräusch macht. Und dafür gibt es jetzt Abhilfe. Und zwar hat mir der Chris Kovarek neulich geschrieben. Das ist komplett unbezahlt. Ich glaube einfach nur, dass es super funktioniert und dass es halt auch einfach eine geile Idee ist. Und zwar habe ich hier von SDFU, also auf Deutsch, oder beziehungsweise was die Abkürzung für Shut the Fuck Up Bike, also auf Deutsch gesagt, halt die Fresse Bike bedeutet. Marketing on point. Die Dinger kommen einfach hinten auf die Kettenstrebe, das machen wir gleich mal. Ich blende euch, glaube ich, mal gerade einen Clip ein von meinem Freerider. In der Vergangenheit hat er sich nämlich immer so angehört. Halt unangenehm, viele von euch haben sich auch beschwert oder gefragt, was das ist oder wieso sich das so anhört. Wie gesagt, das ist halt, wenn die Kette halt zum Rahmen runterschlägt. So, ich denke, das Prinzip ist klar. Hier habt ihr zum Beispiel sogar noch so ein paar Macken gesehen von der Kette, die manchmal bis hier runterklatschen könnte. Aber die wird jetzt hier durch diese Gummihalter aufgehalten. Und ich denke, gleich werden wir jetzt einfach nie wieder so Chainslap, also Kettengeräusche haben. Zum Thema Chainslap Noise bzw. Kettengeräusche verringern bzw. eliminieren. Und wie versprochen, habe ich hier jetzt noch ein fettes Paket für euch. Und zwar ist da nämlich einmal ein passendes Kit drin für euch, dass ihr es auch an euer Bike anbauen könnt. Auf jeden Fall schon mal Conti Trinkflasche auch noch dabei. SDFU Cappy, kompletten Satz Conti Trail King Reifen in 27,5 2,4er Breite. Und noch die Conti-Tasche dazu. Ich würde sagen, einfach in die Kommentare schreiben, für welches Bike ihr das bräuchtet. Dann lege ich euch jeweils das passende dabei. Das gibt es halt entweder für Downhill-Bikes oder halt für Enduro- und Trail-Bikes. Also einfach in die Kommentare schreiben, für was für ein Bike ihr dieses Paket gerne haben wollen würdet. Und dann suche ich einen Gewinner aus. Und in diesem Sinne, heute kurzes Video, leider kein Radfahren. Ist schon wieder dunkel draußen. Und ich glaube, mein Skateboard ist heute angekommen, was ich bestellt habe. Also das wohl sein mag.
In diesem Sinne, Leute, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder, direkt morgen. Ich hoffe, dann gibt es wieder ein bisschen mehr Action. Und ansonsten, ja, viel Glück beim Giveaway. Voraussetzung auf jeden Fall, Like da lassen, abonnieren und morgen wieder einschalten. Bis dahin. Peace.